Und durchgerannt. Wir haben eine ganz kurze Frage an Chat. Chat, guck mal jetzt oben rechts. Ich habe jetzt 240 FPS. Warum ich im Late Game 144 und es dann auf 144 gekappt? Why? Warum? Verstehe ich nicht. Cap am besten deine FPS auf 144. Das ist vielleicht eine Anfängerfrage, aber hast du schon mal außen angemacht? Anzulagen, Bro. Stille Löcke, mach weiter so. Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich nicht lagge. Und im Late Game habe ich das Gefühl, dass ich lagge. Jetzt habe ich 240 FPS und ich habe das Gefühl, alles ist clean. Und im Late Game habe ich 144, ich habe mich sehr irritiert. Aber warum ist das im Late Game erst passiert? Also oftmals sind ja im Late Game FPS Drops, aber doch nicht dein Konstant auf 144. Verstehe ich nicht. Steady. Aber ist jetzt gar nicht sauer nach dem Game, weil du hast es noch sehr knapp verloren. Warum soll ich sauer sein? Wir haben vier deprimierte Menschen haben verloren. Passt doch. Ich war auch sehr deprimiert, was mit der Botnam passiert, das bin ich ehrlich. Ach. Ich hab einige am Stück verloren. Ich bin mental abgestürzt. Ich hab deine Liste gesehen, ja, hab ich gesehen. Ja, ist okay. Das ist ein Speedrun. Zu Viewer Games runter. Okay. Mhm. Und jetzt du und ich zusammen hier raus, Yibi, aus dem Schlamm. Wenn ich aus dem Schlamm rauskomme, müsste ich so viel mehr Solo spielen, aber morgen schon mit der LP Echo Stream. Oh, da kann ich wahrscheinlich nicht Solo spielen, schade aber auch. Mensch, das bietet sich aber auch echt nie an in letzter Zeit, ne? Das ist komisch, du bist einfach so busy. Klassik ist hier, der K6. Ich bin gerade angeflasht und beinahe gestorben in einer Combo. K6 rennt straight top ländern. Wenn dem so ist. Ich gegen Botland rennen. Bis Feiner, ich kann eh nicht kommen. Ja. Top. Bin ich wirklich fein, aber kannst du mir nicht helfen. Nee, kann ich nicht. Ärgerlicher Lane aus meiner Perspektive, aber what can you do? Die Gegner sind so schlau. So klug. Oh, wir haben Cover für dich an. Ich glaube, meine Topside ist gone. Sehr wahrscheinlich, leider. Ich da lauf trotzdem mal rein, damit du spielen kannst. Oder damit ich jetzt zumindest mal die Lane fixen kann. Wave. Wave ist gefixt. Dann ist auch zu dir lauf. Okay. Na, wir schauen jetzt mal, was passiert. Oh, die Krabbe noch genommen hat oder beim Blue auf chillt. Krabbe ist alive. Mein Tremor Sense schlägt noch nicht aus. Ach, okay. Oh. Ist er da? Nett. Nö. Hat er auch nicht. Nett. Ah, nett von ihm. Du hast nämlich nur 1 Milliminion, that's okay. Spot. Einmal dominiert Mitte wenigstens, denn ich bin top, bin echt unglücklich mit dem, was passiert ist, aber na gut. Ja, ich kann nicht lane. Ich da. Kann ich ihn killen, actually? Ich glaube, mal sehen. Er hat kein Flash. Okay. Dann ist es potenziell möglich. Ich komme von behind. Versuch so ich schau, was Flash passiert. Was oh, ist ein Pink auf mir. Ja, glaube ich, wir schon auf dich, oder? Ja, Pink. Ich chill hier noch eine Sekunde und ab nach Hause. Schuppi, okay. Wie schreibst du dagegen, Kasix? Hard losing. Du bist hard losing? Ja, ich glaube. Also ist ein sehr hartes Snowball-Matchup, aber Kasix favored auf jeden Fall, ja. Maybe, wenn ich Edge of Night Second gehe, ist es playable. Maybe. Aber dann habe ich, glaube ich, Probleme, Damage durchzubekommen. Ich komme top. Ich komm straight angehauen. Er kann, kann deine klauen. Ja, mein Tunnel 5, ja, ist okay. Mein Tunnel hat 10 Sekunden. Cool, hat er gewordet? Jetzt nicht gewordet, doch hat gewordet. Unlucky. Nice. Zusammen, ich kann seinen E canceln, ja. Ein Minion? Ist ein Cringe jetzt, ne? Ja, das sind die. Willst du Tauch? nein. Horror Stories, Horror Stories. Ja, es war bad.
Egal, ich schaff's nee, halt noch, dass okay. er nach vorne rennt und ich einen Stack durchkriege, bevor er flasht. Dann kann ich ihn stunnen. Mit W, aber I didn't. Oh, Beto! Kill of Stardust ist nice. Das ist die Flash. Nehmen wir mit. That's good enough. Danke, danke. Chase ich läuft mit, ne? Ja, ja, richtig gut. Der Flash war super. Der Flash von uns beiden. Nicht nach oben, nach oben. Ah! Er ist eh schon tot. Warte, möchte er werfen? Der Klassiker. Oh, den Typen hatte ich schon. Schokolade 1802. Uff. Was für Schokolade? Das ist sein Name. Schokolade 1802. Wieso? So ein LoL-Pro-Name. Ach wirklich? Das ist ein Spieler? Ja, also er nennt sich Tekana. Für mich ist das eher so eine Mülltonne. Naja. Also. Oh. Meine Meinung, ne? Was hat das Q macht so viel Damage? Der ist aber nett, der nimmt überhaupt kein Camp, ne? Ich liebe das. Ich darf einfach das Spiel spielen. Ah, Karlik bisher ein sehr freundlicher Gegner, das stimmt. Hat auch gerade geflasht gegen Illaoi. Ja. Im 2v2 sehe ich uns die vermöbeln tatsächlich. Sobald ich jetzt 6 hab. Wenn er keine Ult, meine Ult nicht klauen kann, dann auf jeden Fall. Ich komm straight, ich sehe doch hier schon wieder. Ja, Flasche warten, schätze, ist nicht mehr so geil. Ja, dafür haben wir die Brain Advantage und ich muss sowieso covern, komm. Ich glaube, wir werden einfach outstatted. Der ist Slowpush. Ich muss sowieso covern. Ja. Alles gut. Es kommen doch schon. Braucht man noch klauen, ne? Also ja, ich Fall. Glaube, der K6 ist wahrscheinlich hier oder hier. Obwohl, er könnte auch Base und Straightbot rennen. Actually, wahrscheinlich ist Straightbot besser. Ja, aber ist okay. Ich vermute, er stirbt. Ich respekte gerade den Slowpush sehr, der Dude. Ja, ich. Er hat noch kein Flash, meinst du, ja? Er hat Flash, okay. Okay, der wird Ulti Wave führen. Das Farmgame, der wird nichts machen. Ja. Link hier. Sehe mich jetzt. Ich hab auch krassig gespot. Maybe Drake. Mhm. Welchen Mute-Button hier? Ne, noch nicht, muss ich gleich noch einstellen. Wir danken dir an Anonymous Sub geführt, an Aces. Danke dir, Mann. Du musst doch nicht auf Top rumspielen. Ich glaube, ich werde nicht mehr so OP werden, dieses Game. Also, ja, alles gut. Als einzige Epic-Pin vielleicht, aber. Nur der Wasted war. Hast du gesehen, der ist gestayed im Busch? Genau hier drin. Hab ich tatsächlich nicht gesehen. Danke fürs Hinweisen, ich komme. Er denkt jetzt, ich werde die Wave mit E pushen, dann wird er mich angreifen. Fast null Range. Ich hätte gedacht, das spielt es anders. Gehst du uns dann durch? Maybe? Nach links Sidestep? Ja. So, ich sollte einen baiten, dass ich nicht weiß, dass er Base ist. Und dass ich die Wave mit E pushe und ich dachte, er würde warten. Alles gut. Was ich früher gesagt hätte, hätten wir den aufnehmen können wahrscheinlich. Ja, oder? So geht's auch. Kann man dich tanken? Ja. Ich bin tot. Nein, ich glaube dann, wenn wir beide gestorben, to be honest. Du bist mir verstanden. Also nehme ich, lieben dankend. So, jetzt gehe ich Botlane. Nein, was ich gerade mache, ist so illegal, wenn noch Ult hat. Wir sind ja keine negativen Menschen, deswegen passt es. Ich hätte mit reinlaufen können, I guess. Und hätte es I can't Scooby-Dooby-Doo this anymore. Das ist so ein Moment gerade. Oh, ich hab so Grief, weil ich gequeued habe. Wenn ich da wehen würde, hätte ich Energy gehabt für E. Ah, ich hätte die Wave nicht pushen dürfen. Das war der fundamentale Fehler. Tschüss, zwei Platten. Tschüss, mein Leben. Also, wie man so safe spielt, ich hasse die Botlane.
Professor Dritschenko, lauf nach vorne, Kollege! Du spielst den Ausfluss, du musst da rein. Ich liebe es, wieder auf Sachen tippen zu können. Ich habe wieder Landing Phase anders spielen als für 2 Jahre. It's beautiful. Ach, kannst du Wave, kannst Wave halten, oder was? Genau, auf Wave, auf Minions tippen, gerade cool. Auf deinen Turm, auf deinen fucking Tunnel tippen da. Nice. Cool. Kha'Zix hier. Der ist Level 9, okay. Gut, dann gehe ich mal nach Hause. Check meinen Stridebreaker. Wie ist Stridebreaker? Warum? Der Prolog ist gar nicht mehr dashed. Das macht ja eigentlich Rek'Sai direkt. Tötet ja den Champion fast. Ja, wurde gebufft. Ziemlich hart sogar. IMO, mal sehen. Vielleicht drückt der Schein auch und ist einfach komplett useless ohne Prowlers oder so. Was mit Eclipse oder Yumus? Ich glaube, dann verliere ich noch härter. Wenn ich jetzt, also der ist ahead, wenn ich jetzt Lethality gegangen wäre, dann wäre das Ding, glaube ich, komplett gegessen gewesen. Mhm. Oh, ich kann aber wahrscheinlich Mitte kommen, tatsächlich. Sehr, sehr sexy, ja. Wir können ihn halten. Safe Call. Moving. Moving, moving, moving. Bin da, ich hab Old Flash. War ausgeholt in deiner? Okay. I guess that's game. Ja, Feig ist da wieder sehr gut gestorben gerade. Wegbanner. Nur leider 30 Gold für Protobelt. Wieder nur eine Platte, I guess. Ja, ich hab früher geflasht, aber ich hätte ja gestern auch so flashen müssen. Dann wäre ich zwar nicht auf die Rock gekommen, und ich hätte immer ein nächstes Seed gewesen. Ist, glaube ich, okay. Also, ich, ja, maybe, aber ich glaube, wenn Pike nicht, ich glaube, wie er gestorben ist, dann sollte das Ding auch okay sein. Problem ist nur, dass der Nasus gerade solo divet. Okay. Ach, Top, jetzt noch 3 Platten verloren, das ist richtig blöd, aber ist wohl. Kaufen Tabis und der Nasus geht AP, also. Eventuell? Mate, der geht AP, okay, interesting. Aber bitte nicht im Busch sein, das geht bitte, 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 bitte. Oh, der hat fast Ult, vielleicht kannst du. Lauf Richtung Mitte. Das ist cool, Barus. Auf einem Ward. Das ist ein komplett uses hier, Leute. Holy moly. Ich kann gut, ja. Warte, fein, sein, der hat schon gejumpt. Komplett vermöbelt von der Worte, von den Mann, ey. Muss doch wohl nicht mal ohne das. Mit 2 Qs hat er mir einfach Harvard gespielt. Reden wir hier von Kha'Zix oder von Silas? Kha'Zix. Mein lebst du noch, ne? Auch mal dankbar sein. Ich war auch dankbar. Also, das hat jetzt aber den Turm geholt, das ist sackt. Und hier flasht wieder 2 Minuten, ich bin nicht stark gerade. Ja, ich würde auch eher über Picks schauen, tatsächlich nicht All-Out-Team, falls ich glaube, der Kha'Zix, wenn er 11 ist, dann wird es sehr schwer zu spielen. Auch für dich vor allem, wenn er W hat. Mhm. Okay, 15. Sollte schon maybe tot sein. Also hoffentlich der Nasus im Optimalfall. Ist mein Strikebreaker gerade langsam rausgekommen, weil ich skaliert die Move Speed mit Attack Speed, der Cast mit Attack Speed sah so aus. Nee. Okay, so sah sie aus. Maybe für Midline Turret Shot, maybe für Midline TP. Ich hab den, ich würde das machen. Dann bist du 3 Sekunden, wenn ihr da seid. TP jetzt. Und ich geh auf Varus wahrscheinlich, ne? Alex tot. Varus hat Exhaust. DTP Nia, mit DTP Nia. Können spielen. Notet es, notet es. Okay. 5 Sekunden mein Tunnel. Jetzt auch das Ult. Ja, wir können slow spielen, schau unsere Botte.
Wait, slow, so slow, nicht mehr. Slow gibt's nicht mehr, wenn du mich raufholst. Okay, ja, yeah, that's true. Oh, wir sind einfach, ich hab leider mein ganzes Gas benutzt. Ja, ich hatte nur keinen Tunnel, das Problem. Ich hab mein ganzes Gas benutzt. Dann renne ich jetzt auch noch runter. Für die Ronies? Meine Sauri Laue. Wenn die Gaunt einen Heilblöcke hat, kann ich carryen. Ja. Ich weiß. Oder Exhausted. Ah, der hat bescheiden seinen ersten Kill geholt. Hat mich umgeboxt. War der bessere Cannon. Haargleichen Items? Dann komm ich unboxen. Ich hab's jetzt was drauf, wenn du gewinnst NNO gegen Evi. Du bist ja biased auch, ne? Genau wie ich. Ja. Sag deine Gedanken. Ich glaube, Evi gewinnt. Was denkst du? Evi oder NNO gewinnen? Ach, das ist ja wirklich komisch. Wer hätte das erwartet? Was werdet ihr denn draften? Ein Optimalfall für Champions, die auf der Summer Dash spielen, warum? Ja? Ja, also was genau anders? So? Ihr seid so Ciri Yumi-Konnoisseure oder? Boah, weiß ich nicht, ne? Ich bin, das weiß man nicht. Aber sie noch mal ein paar Details rausballern. Du musst ein bisschen interessanter hier streamen. Also, als ich da. Ja, ich höre zu, ich klebe an deinen Lippen. Du rennst erstmal, Kollege. Im Optimalfall haben wir ein AD, einen Support. Mal gucken, ne? Vielleicht auch einen Jungler. Ja, vielleicht auch zwei, ne? Jetzt hier. Spielst du, seid ihr so Wei? Genießt ihr Wei? Wein? Ja. Ich bin Lama, aber das also ich nicht. Von Gragas. Weißt du? Der ist richtig guter Gragas. Hast du ihn mal tanzen sehen? Den Gragas-Tanz? Ich hab den Bellybutton-Tanz gesehen, ja. Ja, war ein Banger. Junge, also Pike, du bist so fucking schlecht, Mann. Reg mich der Typ auf. Hit doch einen Hook! Sorry. Ja, kein Problem. Ey, da werde ich wirklich zum Fuchs. Und dann kauft er auch noch Humus, ist komplett totgenervt. Das liebe ich ja am meisten. Ja, jetzt hol deine Ulti raus und prügel den Kha'Zix. Jawohl, Junge. Guck mal, oben über uns ist Kollege Schnürschuh. Ja, ich scheiße von durch. Ja, ich kann rein. Oh. Raus ist rausgeflasht. Ja. Und Bob. Okay. Und nächster Reset? Nee. Na gut. Ja, ne? That's a great game. War schade. Gemeinsam committed, war klasse. Ich wurde wieder exhausted und dann eine gute Nacht. Ja, Champ ist echt gegen einen Exhaust und dann ist das Teamfighten einfach scheiße, ne? Weil das auch so wenig gut ist. Aber ich habe das letzte Game gewonnen, also dieses Game ist auch noch wunderbar. Das letzte Game gewonnen? Ja, aber du hast in dem dieses Game leider nicht mich auf Rumble im Gegner-Team. Nicht, dass dein Rumble ist ein Problem, weil der Panzer und wollte aber nicht gewinnen. Ein ganz großer X-Faktor. AP Nasus, ein Nash-Stil. Who knows? Na, der geht Sondro. Ab wann kriegt man jetzt eigentlich den Ivan-Rap-Buff? Ab Full Upgrades meint, also wenn ich jetzt noch ein Camp clear, dann. Also ab. Wenn du zuerst Raptoren gemacht hättest, dann noch Wölfe, dann hättest du den Rap-Buff scheren können, ja? Ich hab den Rap-Buff gerade nicht gemacht. Achso, ja, beim Assi, da war das. Aber ja, theoretisch. Ist ja voll cool eigentlich. Ja, das haben sie wohl von Wild Rift kopiert, da gibt's die Mechanik wohl schon. K6 ist hier. Wir können beide Sidelanes und wir kriegen nichts mit, also. Ja gut, dann hartforcen wir mal den Drake, die kriegen Nash und dann nächste Wort. Okay, warte. Nein. Töten Nasus. Da wollte für den Turm. Ja. Zwei Tiere, ja. Vertretbar. Na, der tot. Na gut, der ist um. Aha. Cosmic Drive, der war ein Sunrunner, also das okay, ist okay. Okay, hat Kha'Zix 1 gegen 4 getötet. Ich sehe mich jetzt eigentlich den Varus töten. Cosmic Drive Divine of Sandros. Da war kein Wort auf mir, by the way. Okay, na gut. Da hab ich gerade gesweept gehabt. Hoffe, du hast einen schönen Tag.
Über deine Deko, ja. Der Tag ist okay. Ein schönes Stream mit Maxim und guter MSI Games, aber die beiden Solo-Queue Games. Bruder! Ja, das Spiel ist so scheiße. Es ist einfach die Wahrheit. Ja, also, nein, vor allem, das Problem, okay. Das Spiel in Master ist so schlecht. Es macht keinen Spaß zu spielen. Das, also, ich verstehe deine Frustration total. Es ist wirklich mit eines der schlechtesten Spiele, die es gibt. Okay, so schlimm will ich es nicht sagen, aber. Doch, 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 es ist absolut horrendous. Die Hoffnung auf ein besseres Game ist halt immer jede Runde aufs Neue da. Nee. Das nächste also besser dann wird. Ich bin süchtig nach der Hoffnung. Achso, okay. Dass die nächste Runde besser wird, das ist immer meine Hoffnung. Ich bin, also wärst du jetzt hier nicht im Game, dann hätte ich jetzt schon Fistfight angefangen im Team-Chat. Das kannst du mir glauben. Ich und der Pike, wir wären schon wieder auf die Barrikaden gegangen. Was der mit seinen Hooks abzieht, das ist nicht normal. Ich verstehe nicht, warum ich jetzt die ganze Zeit 240 FPS durchgehend habe. Ich habe nichts geändert. Mir ist es ab der 30. Drop, ist einfach auf 144 wieder wie. Die ganze Zeit ist alles fein und dann leck ich auf einmal den. Aber das Dreckspiel. Ich glaube, das Spiel ist einfach scheiß optimiert oder nicht. Ja, aber warum ist es dann konstant auf 144 gewesen? Das weiß ich nicht. Das ist irgendwie seltsam. Nein, nicht, und die Expertise habe ich auch nicht. Ich sehe uns hier. Ich sehe uns hier nicht mehr. Nee. Na wohl, wollen wir schnell machen? Dann sehe ich uns. Dein Call. Nein. Na gut, dann. Ich bin gewahrsotet und genau drüstet. Ich mach schnell. Ich bin dabei. Oh, ja. Triple Kill. Can win. Nasus vom Sport dann gnadenlos durch mit seinem Divine Sandra. Ja. Ich fand ja gerne Bildpuff. Das mit Drive, Movement Speed. Alles, was du willst eigentlich. Movement Speed, Ability Haste. Nein, da. AP ist halt recht gutes, aber. Los geht's, Mülltonne 0802. Na gut, schade. NT. Boah, macht der Typ mich wütend, ne? Ist das krank? Boah. Ja, ich hab Flash. Remondes 1802. So, das ist schon mal besser. Habe ich ihn nicht Mülltonne genannt, aber jeder weiß, was gemeint ist. And maybe win. Warum Cosmic Drive auf Nasus? Er sieht eigentlich recht nice aus, oder? Er hat einen geilen Buildpuff für Landing Phase. Er kann damit in 3 Punkten eh die Wave clearen, wenn er muss. Oder es gibt ja quasi schwere Matchups, weil er die Wave nicht wirklich spielen muss. Und danach geht der Movement Speed und viel Ability Haste, um Sideline zu gewinnen. Zum Beispiel jetzt hier. Ich kann nichts machen. Ich bin einfach tot. Schon nicht so weit. Oh. Sieht recht stark auf. Moni Moni. Er hat richtig schnell 100 Ability Haste zusammen. Er ist fast as fuck mit dem Item-Build. Der hat 100 Ability? 800 AP meinst du, oder? Nein, 100 Bitte. Der hat nicht 100. Heißt, hat er der hat. What the fuck, der hat 90 Bitte. Ja. Nein. Er kriegt den Move. Das gibt es nicht mehr. Nee, ja, aber ich meine, der hat Move Speed. Ja, aber er hatte vor Blue Buff gestern. Blue Buff. Okay. Ja. Aber ist einfach richtig krass. Sieht schon nicht so wert aus, muss ich auch mal probieren. Er ist aber Mitte deutlich besser als Top Lane, oder? Ich wollte Top Lane spielen, aber unbedingt gegen die Lauren. Also. Jetzt auch nochmal rein da, 08, 07, same shit. Komm, noch ein bisschen Damage machen mit dem Respawner. Nein. Yippie! Ich hasse dieses Game. Nee. Das waren zwei wilde Solo-Runden. Ich suche mir irgendeinen Loyal-Account, irgendeinen Bronze-Account spiele ich mir selber hoch und dann. Ich kann das nicht. Kann es nicht jedes Ja, nochmal rein queuen, Obsess. Nochmal rein queuen und dann draften wir aggressiv und spielen anders. My bad. Okay, wenn ich dich nicht im Team bekomme, dann wird gedutscht. Ich geh zum Sport. Ich kann das nicht. My bad. Muss heute Abend mit Neutral. Nein. Ich hab gedacht, ich lerne gegen Nasus, hatte Konkurrenz dabei, weil unangenehm Landing Phase, ne? Das ist ein Schwanz.